Hallöchen und herzlich willkommen auf The Lost Island. Hallihallo, ihr Lieben. So, wir befinden uns jetzt am Hafen. Nicht ohne Grund, weil ne, im Vulkangebiet war es uns zu heiß. So, wir wollen mal eine Tour mit der Basis machen. Und mal so langsam anfangen, das Unterwassergebiet hier alles mal so grob abzufliegern, zu tauchen. Deswegen zieh ich mich immer um. Den Sino nehme ich dann auch nicht mit, ne? Okay. Kannst du ja gerne machen, aber... Nee, lieber nicht. Sino? Ja. Da. Ach je. Nee, du sollst doch auf die Werkbank. Ja, siehste, geht doch. So. Meine normalen Klamotten lasse ich auch hier, denke ich mal. Das ist ja gut. So. Und eine Waffe nehme ich mit. Welche hat mehr Haltbarkeit? 186. 135 nehme ich 186 mit. Genug. Und du kommst. Hier, wo setze ich dich denn hin? Ja, setze ich dich hierfür hin. Zack. So. Dass ich unter Wasser auch mich verteidigen kann. Ja, dann nehme ich noch. Ach, ich hab genug Element mit. Das Element lasse ich drin. So, dann bin ich jetzt soweit ausgerüstet und so und so. Ja, Moment, Moment, ich brauche hier noch ein, zwei Sekündchen. Lassen Sie sich Zeit, Madame, kommen Sie nur ins Weiß. Ich gehe schon mal zum Sino hin. Das wohl eher zum Basi. Basi, ja. Sino lasse ich ja da. Soll ich den Fahrstuhl für dich oben halten? Ja, bitte. Ja. Ich fliege, ich eile. Unter Wasser haben wir bis jetzt so noch nicht viel gemacht. Denn die Tierche, die wir hier getamed haben, die waren, ja, die Basis, die waren hier ums Eck immer gleich, ne? Hier drumrum. Die haben wir sogar von hier aus dann gesehen. Ja. Hier durch die Scheiben durch die Wand. Das war immer ganz praktisch. Oh, da draußen sind zwei Haie. Aber wir haben Haie, ne? Ja. Die Mutti schwimmt immer noch. Die Mutti wollte ja nicht mehr. Nee, auch die Mutti, ne? Wollte nicht mehr, ja. Auch da müsste man noch einen Grabstein für machen, ne? Ach jo. Für das arme Ding. Das darfst du machen. Ah klar. Ach, wo ich das sehe. Ich habe keine Kryopods. Ich aber. Okay. Na denn, ach, du bist ja toll begrüßt hier, ne? Hallo, erstmal Grinsebacke. So. Ach, die Haie sind ja auch groß. Auch wir haben keine Dings gemacht, keine Sättel, ne? Sonst hätte ich gesagt, wir gehen jetzt mit der Haie los, aber wir haben ja keine Sättel gemacht. Oh ne, ich düse jetzt nicht zurück. Wir hatten doch einen Bauplan für die Sättel. Na, dann bleiben sie so lange hier. Fertig. Unhitch. Ist da. Weil mit der Haie waren wir noch gar nicht draußen. So. Oh, meins hat schon Level up. Meiner noch nicht. Ein Level, wow. Müssen wir warten, bis der Mutti dann
Ja, der hat über 100.000 Leben, also werde ich erstmal auf Kampf gehen. So, die Mutti schwimmt gerade weg. Also hinter. Ja, ich versuche es ja schon. Nicht so fix wie du. Sehr Ich schön. Tor nicht zu, gut. ja. Dann gleich nach links und hier die Haie naschen und so. Ich habe Standbild. Ach so. Wieder da. Lass ein Hai zu mir hinkommen. Mach das. Lass mal zu dir. Ach, seht ihr, da hinten ist schon wieder ein Basi. Da. Oh. Irgendwie spawnen die hier drumrum. Also, Oh, ist doch gut. wir haben immer Glück mit Basis hier gehabt. 180, ja. So, dann gucke ich mal auf Karte. Da hinten haben wir einen Zipfel, den wir noch nicht besucht haben. Meines Tja. unten links. Ja, dann lass uns doch mal da gucken. Dann auf hinauf wie. Ja, denke ich auch. Und alles wegschnetzeln, was geht. Als das lieber arg mich lässt. Oh, da unten ist ein Hai. Ja, der Hai, der kommt schon. Lauch naschen. Hast noch kein Nassi? Nee. Aber jetzt Oh, hab okay. und Level up. Immer mal wieder auf Moment. Karte. Ja, ich habe nur mal die Richtung gepeilt, weil ich muss immer wieder auf Karte gucken, weil die Richtung halte ich sonst unter Wasser nicht. Ist nicht so meine Welt unter Wasser. Meiner auch nicht. Oh. Sehr schön. Na, vielleicht entdecken wir noch was. Müssen wir noch mal tiefer tauchen, vielleicht. Es muss ja hier auch Höhlen geben und sowas. Ach, hier ist so ein Itchy-Flitchy-Dingeling. Ja, ich fliege, ich eile. Nee, du musst ziemlich mittig gehen, ansonsten hat er keinen Hitpoint. Sehr schön. Da kommt noch ein Hai für dich. Rechts von dir. Ach, dann komm. Der war so schnell weg, da konnte ich noch immer richtig ein Bild machen. Herrje. Denn dadurch, dass wir noch nicht viel unterwegs waren, wir haben auch noch keine Unterwasserhöhle oder irgendwas entdeckt, ne? Halt unter Wasser, ne? Noch ein Hai. Was? Handbild? Okay. Wieder da? Sehr schön. Das waren doch die hier, die nicht so tief tauchen können, ne? Ansonsten kriegen sie Schaden. Handbild? Aber der Vorteil bei denen ist, die können nicht geblitzdingstert werden, ne? Wieder da. Der ist höhen. Wenn du irgendwas siehst, was auf eine Höhle hindeuten könnte oder so, dann
Ja. Muss ich das sagen, ne? Das weißt du doch. Und wenn ich nur was nicht sehe, dann kann ich es dir auch nicht sagen. Ja. Anglerfische. Wartest du bitte auf mich? Ja. Anglerfisch, tu's nicht. Okay. Oh. Plesium. Bye. So ein Steinbeißer? Ja, da müssen wir mal nach Level gucken. Ich habe aber Level ab gerade. Ich versuche mal eben zu schauen. Ja. 40. 40, ja. War doch klar. Denn so einen hätte ich auch mal gerne. Warum habe ich auch noch nicht besessen? Denn die können gut was ab. Aber ich habe die noch nie gezüchtet. Ja, ich habe noch nie einen besessen, also, ne? Die Gesichter. Auf mir. Guck, die sehen doch cool aus, oder nicht? Wollte zwar erst Bilder machen, aber da war er schon weg. Ach, das doch. Ja. Da ist noch ein Vieh. Da ist das noch ein Steinbeißer. Hier ist irgendwie 90. Ja, weil der scheint nicht aggro zu werden hier. Der will nicht fotogen und so. Hau weg das Ding. Der will nicht fotogen. Ich hol mir den Hai da vorne. Ach, das. Wandbild. Wirklich? Oh, das ist ein Alpha-Hai. Ja, dann warte auf mich. Das Viech hier. Na komm, dreh dich doch. Komm, ich fliege hier alle noch. Jetzt muss ich auch zum Weißen hier. Sehr schön. Ach auch. Dann komm, zeig's mir an. Jetzt bin ich bei 1423 Kampf. In der Tasche liegen geblieben oder so? Nö. Moment. Nochmal die Richtung bestimmen. Da, wir sind gut auf dem Weg. Das können wir. Ja, wer sich wundert, dass das so easy läuft, wir haben natürlich hier gute Sättel drauf und die sind natürlich gezüchtet. Also bisher glaube ich nicht, selbst Krake, dass uns hier großartig was kann. Wir hatten natürlich noch keine Alpha-Krake. Aber ich meine. Nicht. Ja, warum? Wäre doch gut. Aber wir können ja auch von Kraken nicht gefasst werden mit dem Ding, glaube ich. Wandbild? Pyro, warte mal kurz. Ich sehe gerade, meine Ausdauer geht weg. Ja, meine auch. Wurden wir durch irgendwas vergiftet oder sowas. Dann einmal absteigen und wieder aufsteigen. Dann sollte die wieder Zuwachs kriegen. Ja. Alles gut. Ja, nicht, dass die Weichtröte hier wieder nur noch im Keuchen ist, weißt du. Ja. Oh, hier geht's runter. Oh, ich sehe keinen Grund, ne? Ich hab Angst.
Standbild. Okay. Da, ich komme eben. Also sind jetzt so tief, dass er Schaden kriegt. Ja. Viel Schaden scheint es nicht zu sein. Wir können ja wenigstens mal gucken. Das hast du natürlich mit Haien nicht, ne? Ja, klar. Wir müssen ja wenigstens gucken, ob hier Höhlen sind oder so. Ansonsten müssen wir echt beim nächsten Mal mit Haie los. Ja. Geht's noch weiter runter? Ach hey, geht's noch tiefer? Ja, dann brauchen wir jetzt mit der Basis nicht runter. Oder? Wir müssen ja wenigstens gucken, ne? Mein armer Basi. Also hier scheint keine Höhle zu sein. Dann gehen wir wieder hoch. Okay. Vor die Basis hier, ne? Oh. Aber so viel Schaden scheinen die gar nicht zu nehmen. Ach, guck mal, sind das Luftblasen? Ja. Aber du weißt, Kleinvieh macht auch Mist, ne? Ja. Und zwar jede Menge Mist. Also jetzt echt so tief, der kriegt immer noch Schaden. Beiß dich da durch. So. Hier kriegt er keinen Schaden mehr. Ja, Moment. Ah, sehr schön. Wir stehen hier drin wie so Säulen, ne? Witzig. Okay. So mal auf Karte gucken, ob wir auch noch in der... Doch, wir sind noch in der richtigen Richtung. Passt. Hallo Delfino. Ja, die nächste Tour machen wir dann mit der Eier. Dann denkt die Mini auch mal an Sättel und so. Eier! Was soll das denn jetzt heißen? Einfach nur mal so. In den Raum geschmeißt und so. Nur mal so kindisch. Aber die Meere, muss ich sagen, sind nicht so belebt, ne? Waren ja auch noch nicht großartig. Ja, aber auch so ist nicht so viel los. Ja. Ich meine, was mich freut, dass nicht so viele Kniandreas da sind. Also die Quallen. Dass du nicht so geblitzdingstert wirst, aber... Ansonsten ist ziemlich wenig los. Das hat man echt Glück mit der Basis und mit der Haie. Ja, wenn wir da sind, ist gut dann auch, ne? Tja, ja. Stell mal vor, wir wären nicht an dem Punkt gewesen. Da hätten wir ja, ne? Jahrelang wahrscheinlich suchen können. Ja. Sind hier Perlen? Nein, nein, nicht. Glitzert so? Ja, Tatsache. Hier sind ganz viele Perlen. Mhm. Okay. Ja, um das tiefere Gewässer... Oh, hier ist eine Insel. Da müssen wir, denke ich, mal drum rum. Oh. Oh, so rum. Ja, warte, nun. So rum, laut Karte. Okay. Mal gucken, ob es zu flach wird. Weil das sieht aus, wenn es zum Strand hingeht. Aber laut Karte müssten wir hier durchkommen. Ja, theoretisch. Rein theopraktisch.
Wenn nicht, werden wir es merken. Ja, aber das wird immer flacher. Aha, Standbild. Ich schwimme mal hoch, um den Überblick zu verschaffen. Ja, doch. Yes. Kommen. Und wir müssen dahin. Okay. Bist du da? Nein, noch nicht ganz. Sind bei der Wüste. Nee, jetzt bin ich da. Hier bei den Inseln, wo wir rübergegangen sind. Da müssen wir jetzt zwischen her. Dann gehen wir am besten daher. So sieht das von hier oben zumindest aus. Wieder da. Sehr schön. Hier unten sieht es flach aus. Das war auch nicht tief da bei den Inseln. Ja, aber wir müssten da durchkommen eigentlich. Mein Standbild. Eine Pyro jetzt. Einfach noch ein Stück weiter geschwimmt. Ja, ich hab weil du warst gerade hinter mir. Ich dachte, du wärst schon wieder da. Nee, nee. Alles gut. Jetzt scheint nicht wieder da zu sein. Also einfach geradeaus jetzt, weil ich sehe dich nicht. Ja. Zwischen zwei Felsen durch. Leicht rechts halten. Oder links rum, das ist egal. Jetzt bin ich rechts von dir. Standbild? Ja, ich sehe dir. Ja, da. Ach, genau. Da ist es. Standbild. Ach, hey. Was hat es denn hier? Weiß ich, vielleicht weil es so flach ist und du halb aus dem Wasser guckst. Aha. Ja, so sehe ich ja gar nicht, wo ich hinschwimme. Ah, wieder da. Bin sehr da. Schön. Dann los hier durch das Grusel-Labyrinth. Warte. Standbild. Müssten dann gleich durch sein. Ja, ich glaube, ich hänge gerade irgendwo an der Koralle. Ja. Glaube ich. Pyro? Da drüben. Ja, du musst jetzt um die Koralle drumrum. Ja, ich habe Standbild. Ja. Kriegt er schon mit. Mhm. Da hinten sehen wir die Schwanzflosse von der Mini. Ah, ist von Pyro. Muss da durch und dich dann links halten. Doch links halten. Da. Dann bist du bei uns irgendwann. Ach herrje. Sieht aus, als wenn du was im Schlamm suchst oder so. Jetzt müsste ich theoretisch ein Stück vor dir sein, ne? Ja. Alles gut. Oh. Dann schwimmen wir jetzt da weiter. Da müssen wir jetzt gleich durch die Ebene durch sein hier. Ja. Ich weiß nicht, was er hier hat. Ich gehe mal davon aus, dass es gleich tiefer wird. Ich hoffe es. Oh, wieder da. Hallo. Hallo. Vorne sollte es noch wieder tiefer werden, denke ich mal. Hoffentlich. Hier. Noch ja, das wäre schlecht, aber hier wird es tiefer, sag ich ja. Ach, hier ist wieder so ein itchy, flitchy, pitchy Ding. Ja, warte auf mir. Unten, hi. Ja, bist du da? Ah, Moment. Jetzt bin ich da. Sehr schön.
Hier geht es wieder tiefer hier vorne. Ja, hier ist wieder tiefer. Gucken wir mal, haben wir jetzt den Bereich erreicht? Nee, müssen wir jetzt gleich hinkommen. Ausdauer geht schon wieder weg, ne? Ich weiß nicht, ob das an den Itchy liegt oder so. Dann mal wieder absteigen. Und wieder aufsteigen. Scheiße, Radot. Wieder da? Ja. Ja, schön. Oh, Futter. Ein Alpha-Hai. Alpha? Ah. Oh, der ist richtig strahlend rot oben drauf, ne? Schade, dass man die nicht sehen kann. Ja, von mir aus muss danach noch nicht mal mehr ein Alpha sein, aber rot, ne? So. Was hat der denn für ein Kippel? Bitte was? Was hat der denn für ein Level? Weiß nicht, 30. Nee. Das war der Mann. Der ist was höher, ne? 110. Also ich habe nur Fisch eingesammelt, ich habe auch Level up. Zwei Level habe ich so gekriegt. Ja, kann sein, dass meiner das jetzt mit eingesammelt hat. Ja. Hab auch zwei gekriegt. Der Föhn. Sind auf dem richtigen Weg, wenn wir da einschwimmen. Du darfst sowas nicht sagen, so vom Weg richtiger Weg und so. Guck mal eben Quallen. Guck mal eben Quallen. Ja, hinter dir kommt noch ein Alpha-Hai. Ja, immer mit ran damit. Ja, ich bin aber noch nicht bei dir. Ich will da auch ins Metzeln. So wieder Level up. Ist hoch. Komm noch ein Hai. Langsam normaler ist es wieder. So. Also ich habe schon 1470 jetzt. Was? An Schaden. Unglaublich knapp an die 1600. Oi. Ja, ich wollte nur so bis 1500 gehen. Ach, wieder da. Hinter dir. Ja. Hallo. Hallo. Normal hätten wir die Alphas ja ohne Tier bekämpfen müssen, ne? Eigentlich schon. Oh, hier bei Tier. Achso. Oh nein. Ist auch ein Alpha? Das ist rot, ne? Ich hab Standbild. Ja, da. Ich würde sagen, das war kein Alpha. Aber hier ist mehr los, ne? Ist doch auch mal was. Noch ein Hai. Da vorne, das könnte ein Alpha-Hai sein. Ach, guck mal, da sind ganz viele Kneandreas. Dann lass ihn kommen. Na, bist du ein Alpha? Nö. Nö. Kneandreas. Hier gleich geblitzt, liegt so eine Knochenreihe. Immer weg mit dem Jugendshit. Ganz viele Delfine am Hintern. Ja, wir sind genau hier, wo wir noch nicht waren. Auch da sind wieder Kneandreas. Wo bist du jetzt hin? Ah. Lach, links. Nee, das sind keine Kneandreas. Das war nur Lichtspiegelung da. Da ist okay. Noch ein Hai.
Wo? Rechts. Ja. Ach. Da. Hi, Happen, Huhaha. Ran hier. So, aber ich denke von hier aus, bei der Untiefe hier, die wir gleich erforschen, denke ich mal, sagen wir von hier aus Tüdelü und Schü und so. Ich muss mal ranscrollen, vielleicht sieht man ja, wenn er winkt. Tschüss. Naja, und du? Tschüss. Sieht eher aus wie so ein Trockenschwimmer, der da irgendwelche Übungen macht. Aber okay, so ist es nun mal. In dem Sinne, tülü. Tschüss.